Nein, nein, ein Offenbach 21 sowie in Stuttgart gibt es bei uns noch nicht. Das Plakat kündigt bloß ein Diskussionsforum der Grünen an. Doch auch der Offenbacher Hauptbahnhof präsentiert sich dieser Tage in keinem guten Licht. Nicht nur die defekten Anzeigen trüben das Gesamtbild der Station an der Bismarckstraße. Der Fahrkartenschalter ist fast nie geöffnet. Es gibt keine Informationen. Seit 14 Jahren gibt es hier einen neuen Automaten, mit dem kein Schwein zurechtkommt. Wenn man nicht Informatik studiert hat, da steht man eine Viertelstunde da und mittlerweile ist der Zug weggefahren. Komfort wird in der tristen Bahnhofshalle wahrlich nicht groß geschrieben. Die Liste der Mängel ist lang. Der Ärger der Reisenden umso größer. Dass hier keine Toilette ist seit 10 Jahren, ja, das ist auch eine Manko, oder? Also eine Katastrophe. Was ich finde, hier ist notwendig früh in Kaffeeshop, im Kaffeestand, dass die Wartenden einfach einen warmen Kaffee oder einen Tee bekommen. Vielleicht noch ein belegtes Brötchen. Die Sauberkeit lässt natürlich sehr zu wünschen übrig. Braucht man sich nur kurz umschauen. Die Stadt könnte hier ein bisschen investieren, auf jeden Fall. Ein bisschen Farbe sonst nichts. Angebrachte Farbe und das ist angenehm, nicht so dunkel und so alles. Gitter versperren den Durchgang und lassen den Bahnhof wie eine Baustelle wirken. Es gibt keine Möglichkeit, bequem an den Bahnsteig zu kommen. Es gibt keine Aufzüge. Für ältere Menschen, gehbehinderte Rollstuhlfahrer, ist der Bahnhof grausam. Es dürfte eigentlich heute keinerlei Bahnhöfe mehr geben ohne Aufzug. Leere Hallen, wenig Betrieb. Nur noch 3000 Reisende steigen täglich am Hauptbahnhof ein und aus. Hat dieser überhaupt noch eine Zukunft? Und langfristig wird dieser Bahnhof nicht bestehen. Der Ostbahnhof wird Hauptbahnhof. Das ist spätestens in 5 Jahren. Das steht fest, auch wenn niemand drüber redet.